Ich werde hier nicht den ganzen Tag rumstehen. Ach Gott sei Dank. Ach Mann, halt die Klappe. Molly? Ich werde jetzt... Hanfseil für die Mäuse, ob ich was habe, und auch noch einen Schnellkomposter, so ein Plastikding, so ein Steckding. Und dann brauche ich noch Steine. Gucken wir mal. Nee, den Joel Zweigstellen, Wahnsinn. Was für schöne Sache. Nein, aber ich hole mir nichts. Weil. Schöne Sachen, so mit dem Buckel. Ja. Ja, dann werde ich jetzt mal schauen. Also, jetzt müssen wir mal solche Baumärkte, die man zu finden, da kann ich schreien wie in der Werbung früher. Kennt ihr die Werbung von früher? Wo einer an den Baumarkt steht und dann Hallo ruft und dann das Echo. Ja, Mage. Ach Leute, ich gucke jetzt einfach mal, ob ich hier irgendwie was finde. Ich gucke ganz jetzt so, wo ist der obere? Hi! Jetzt Leute, Moment. Da ist ein Tannenbäum. Mini, sind wir süß dabei. Sind echt goldig. So Leute, Granitsteine. Oh, die schöne. Ja, toll, da ist sowas. Ich nehme mal zwei mit. Sonst gucken wir mal weiter. Guckt euch das an. Bastelbedarf. Nichts mehr da. Denn die Leute sind alle langweilig. Nicht zu fassen. Jetzt gucke ich mal, ob es da Hanfseil gibt, aber ich glaube nicht. Nee. Ja, so Zeug. Ach, muss ich doch jemand fragen. So Leute, ganz regelt es. Es ist nicht kalt. Mir ist eines, wo ich von Schaffen hierher gefahren bin. 16 Grad plus minus. Nee, Ende plus. Und ja. Ich muss aufpassen, da vorne ist ein Mitarbeiter. Und ich eigentlich der Hammer, ich mache ja Werbung. So, das ist ja eine so schöne Knaller. So Leute, jetzt gehen wir noch nach dem Hanfseil gucken und dann nichts für Hanf oder Hund. Schauen wir mal die Wohnung auseinander. Guckt euch das Wetter an. Furchtbar. So Leute, erstmal Hallöchen. Ich sehe wieder ganz toll aus, ja. Komme mit graue Haar langsam wieder durch. Ah, muss er da färben. Na super. So, ich bin im Turm jetzt fertig, fahre nach Hause, kümmere mich um die Hunde, wird die Bella freuen. Oh Gott, es regnet. Und dann zeige ich euch, was ich eingekauft habe. Das ist nicht viel, aber ja. Schauen wir mal. Beim Bäcker war ich jetzt auch, ich habe Hunger. So Leute, ich stehe jetzt gerade hier in meinem Hof. Ich will das jetzt noch draußen stehen lassen, auf die Steine. Moment. So, ich habe mir jetzt einen für 70 Euro einen Komposter geholt. Mit 600 Liter, ohne Boden. Kompostierbar. Ja, man kann sich schlecht lesen. Zeigt mir jetzt auch gerade aufs Handy, wie verrückt. Ihr seht ja das Regen, wie verrückt. Ja, ganz schnell ist halt. Die andere Sache zeige ich euch dann im Warmen. Obwohl, es ist schon kalt, aber es ist halt eklig. Ja, den baue ich dann morgen auf. Morgen soll es aufhören zu regnen. Dann haben wir hier. Mal eine Frage, darf ich das sowas der Mäusle auch geben? Das habe ich noch übrig gehabt. Ich habe gedacht, ich lege es mal raus zum Waschen. Ich muss dann eh nochmal richtig heiß abspülen. Was haltet ihr davon? Dann habe ich, wie gesagt, zwei von den Runden für meine Zwergkaninchen geholt. Ist alles Granit. Und jeweils zwei, also jeweils nochmal zwei von denen. Eins für
Peppels im neuen Gehege und eins für die Mäuse. Jetzt gehe ich aber wieder rein, weil ich werde nass. So Leute, jetzt geht's weiter. Der Floppy ist mir jetzt sowas von auf den Sack gegangen. Glaubt's ja gar nicht. Geh von meinem Essen weg. Ich habe mir gerade was vom Bäcker noch erwickelt geholt. Ich habe einen Hunger. Ich habe mir noch geholt. Floppy, du kriegst es mit dem Thermometer gleich ein auf der Dez. Doin, 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 doin. Hau jetzt ab. Ich habe mir noch so ein Thermometer geholt für drinnen. 2 Euro. Schlag mich tot. Keine Ahnung. Ja, hier drin haben wir 20 Grad. Klasse. Weil ich halt zukünftig im neuen Haushalt auch wissen will, in meinem... Ah, ich tropfe vom Kopf her. Da haben wir. Wie viel Grad wir haben in dem Zimmer, wo ich dann die Hamster und die Mäuse und alles unterkriege. Unterbringe. So, dann, also das ist hier das Thermometer. Dann habe ich Jutesäcke geholt, weil ich immer gesagt habe, ich möchte keinen Jutesack für meine... Ich habe es ja erst mit dem Baumwoll... Bettbezug versucht mit dem Heu. War nicht so toll. Ich habe mir Jutesäcke geholt. Das sind 3 Stück, 60 auf 105 Zentimeter. Sekunde. So, also, das schaut mal. Ist wirklich groß. Sehr gut. Haben leider keinen Zugband irgendwie zum Zubinden, aber da kann man ja eine Kordel nehmen oder so. Ich habe, zeige ich euch gleich. Das habe ich euch ja gesehen, gezeigt mal im Video, Haschentern, Allgäuer Wiesenheu. Das sind 2000 Gramm gewesen. Ein bisschen habe ich rausgemacht gehabt für meine Mäuse, die ich, da steht auch maximale Traglast 50 Kilo, die ich euch ja schon gezeigt habe, bla bla bla. Jetzt zeige ich euch das mal. Ich habe das hier mit so einer Klemmerle jetzt halt zugemacht. Moment, ich zeige euch das mal. Ich habe jetzt den Rest von dem Heu. Schaut mal. Hier rein gemacht. Also es ist wirklich groß. Ich komme mir vor wie so ein Nikolaus. Ho, ho, ho. Ich habe euch was mitgebracht. Aber die sind, also ich kann es echt nur empfehlen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es gekostet hat. Es war, also ihr könnt es euch ausrechnen. Ich habe insgesamt gezahlt 91 Ungrad. Davon 70 müsst ihr abziehen für den Komposter. Die kleine Steine hängen, glaube ich, 4 Euro gekostet und die 2 große 5. Ja, also da rechnet euch aus. Das Thermometer 2 Euro und Grad und der Rest ist der Jutesack. Also wirklich günstig. Und ich habe gerade noch so. Ja, genau, 5,99, glaube ich, haben sie gekostet, die Jutesack. 3 Stück. Also echt super klasse. Also ich kann es echt nur empfehlen. Ich werde jetzt den Komposter erst morgen aufbauen, dann kann ich es euch gerne noch mal kurz zeigen, mit einem Mini-Video, wenn ihr wollt, aber bei dem Pieselwetter, nee, danke. Ich hocke jetzt erstmal hin, esse meinen Weg, weil ich habe einen Bärenhunger, ich habe heute im Geschäft wieder mal noch was Süßes gegessen und das ist nicht viel. Ja, naja. Also, dann wünsche ich euch was, das war schon wieder. Bis dann, eure Samik. Vergesst nicht das Gewinnspiel, es geht am Sonntag los.